When I was a young adult, als junger Erwachsener lernte ich die Kirche kennen. Zuerst bewog mich das Beispiel meiner Freunde, die der Kirche angehörten, mich mit dem Evangelium zu beschäftigen. Doch schließlich zog mich die einzigartige Lehre in ihren Bann. Als ich erfuhr, dass gläubige Männer und Frauen immer weiter Fortschritt machen und letztendlich so werden könnten wie ihre himmlischen Eltern, war ich sehr fasziniert. Diese Vorstellung gefiel mir sehr und leuchtete mir ein. Kurz nach meiner Taufe studierte ich die Bergpredigt und mir fiel auf, dass Jesus in der Bibel genau diese Wahrheit über den ewigen Fortschritt lehrt. Er sagt dort: Ihr sollt also vollkommen sein, wie es euch euer himmlischer Vater ist. Inzwischen gehöre ich seit über 40 Jahren der Kirche an und wann immer ich diesen Vers in den Schriften lese, erinnert er mich an den Sinn unseres Erdendaseins. Wir sind hierher gekommen, damit wir dazulernen und uns verbessern, bis wir nach und nach in Christus geheiligt, also vervollkommnet werden. Der Weg eines Jüngers ist nicht leicht. Er wurde schon als Weg ständiger Verbesserung bezeichnet. Auf unserer Reise auf diesem schmalen, geraden Weg fordert uns der Geist beständig auf, besser zu werden und mehr zu erreichen. Der Heilige Geist ist dabei die ideale Weggefährte. Wenn wir demütig und belehrbar sind, nimmt er uns an der Hand und führt uns nach Hause. Allerdings müssen wir den Herrn auch nach der richtigen Richtung fragen. Wir müssen einige schwierige Fragen stellen, etwa: Was muss ich ändern? Wie kann ich mich verbessern? Welche Schwächen muss zu einer Stärke werden? Denken wir doch über die Geschichte vom reichen Jüngling nach. Es handelte sich um einen rechtschaffenen jungen Mann, der bereits die 10 Gebote hielt, jedoch noch besser werden wollte. Sein Ziel war das ewige Leben. Als er den Heiland begegnete, fragte er: Was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortete sofort mit einem Rat, der speziell auf den reichen Jüngling zugeschnitten war. Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. Dann komm und folge mir nach. Der junge Mann war fassungslos, so ein Opfer hatte er nie in Betracht gezogen. Er war demütig genug, den Herrn zu fragen, aber ihm fehlte der Glaube, den göttlichen Rat zu befolgen, den er erhalten hatte. Wenn wir eine Antwort erhalten, müssen wir auch bereit sein, entsprechend zu handeln. Präsident Harry Lee hat gesagt, jeder von uns, der Vollkommenheit erlangen will, muss sich irgendwann diese Frage stellen: Was fehlt mir jetzt noch? Ich kannte einmal eine gläubige Mutter, die sich demütigte und fragte: Was hält mich davon ab, Fortschritt zu machen? In ihrem Fall kam die Antwort durch den Geist sofort: Hör auf zu jammern. Diese Antwort überraschte sie, denn sie hatte sich nie für einen Jammerlappen gehalten. Die Botschaft vom Heiligen Geist war jedoch sehr klar. In den folgenden Tagen und Wochen wurde ihr bewusst, dass sie in der Tat viel auszusetzen hatte. Sie war dankbar für die Eingebung, dass sie sich verbessern konnte und beschloss, sich ihren Segnungen vor Augen zu halten und nicht ihre Schwierigkeiten. Innerhalb weniger Tage spürte sie, dass der Geist ihr Verhalten gut hieß. Ein demütiger junger Mann, der anscheinend nicht in der Lage war, die richtige Frau zu finden, wandte sich an den Herrn um Hilfe. Was hält mich davon ab, für jemanden der richtige Mann zu sein, fragte er. Diese Antwort drang ihm ins Herz und Verstand. Bring deine Ausdrucksweise auf Vordermann. In diesem Augenblick wurde ihm klar, dass er sich den Gebrauch diverser Kraftausdrücke angewöhnt hatte und nahm sich vor, das zu ändern. Eine alleinstehende Schwester stellte tapfer diese Frage: Was muss ich ändern? Der Geist flüsterte ihr zu: Unterbrich niemanden beim Reden. Der Heilige Geist gibt wirklich maßgeschneiderte Ratschläge. Er ist ein vollkommen ehrlicher Begleiter und sagt uns etwas, was niemand sonst weiß oder zu sagen wagt. Ein zurückgekehrter Missionar war durch seinen umfangreichen Terminplan gestresst. Er wollte Zeit für die Arbeit, für Studium, die Familie und seine Berufung in der Kirche finden. Da bat er den Herrn um Rat. Wie kann ich bei allem, was ich zu tun habe, Frieden verspüren? Mit der Antwort, die er erhielt, hatte er nicht gerechnet. Er empfing die Eingebung, er solle den Sabbattag besser einhalten und ihn heilig halten. Er beschloss, den Sonntag dem Dienst für Gott zu weihen. Er legte das Material vom Studium beiseite und befasste sich stattdessen an diesem Tag mit dem Evangelium. Diese kleine Umstellung brachte ihm den Frieden und die Ausgeglichenheit, die er sich gewünscht hatte. Vor Jahren las ich in einer Zeitschrift der Kirche die Geschichte einer jungen Frau, die nicht mehr bei den Eltern wohnte und studierte. Sie kam in ihren Kursen nicht mit,
Auch hatte sie ein völlig anderes Sozialleben erhofft, und so war sie überhaupt nicht glücklich. Schließlich fiel sie eines Tages auf die Knie und rief aus: Wie kann ich mein Leben verbessern? Der Heilige Geist flüsterte ihr zu: Steh auf und räum dein Zimmer auf. Diese Eingebung war zwar eine echte Überraschung, aber genau diesen Anfang brauchte sie. Nachdem sie sich Zeit genommen hatte, Struktur und Ordnung zu schaffen, spürte sie, wie der Geist ihr Zimmer erfüllte und ihr im Herzen Mut zusprach. Der Heilige Geist bläut uns nicht ein, wir müssten alles auf einmal und sofort verbessern. Wenn er das täte, wären wir entmutigt und würden aufgeben. Der Geist arbeitet mit uns in unserem Tempo, nur einen Schritt auf einmal. Wie schon der Herr gesagt hat, Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, und gesegnet sind, die auf meine Weisungen hören. Denn dem, der empfängt, werde ich mehr geben. Wenn Ihnen der Heilige Geist etwas eingegeben hat, sich öfter zu bedanken, und Sie nehmen sich diese Eingebung zu Herzen, drängt er Sie möglicherweise zu etwas Schwierigerem, etwa, dass Sie lernen, Fehler zuzugeben. Der beste Augenblick, danach zu fragen, was einem noch fehlt, ist das Abendmahl. Der Apostel Paulus hat uns erklärt, dass wir uns dabei die Zeit nehmen sollen, uns zu prüfen. Wenn sich unsere Gedanken in dieser andächtigen Atmosphäre himmelwärts wenden, kann uns der Herr liebevoll wissen lassen, woran wir als nächstes arbeiten müssen. Wie Sie habe auch ich über die Jahre viele Botschaften vom Geist empfangen, die mir gezeigt haben, wie ich mich verbessern kann. Ich möchte ein paar persönliche Beispiele erzählen, die ich mir zu Herzen genommen habe. Beispielsweise habe ich diese Eingebung empfangen: Erhebe deine Stimme nicht, sei organisierter, stell täglich eine Liste auf, was zu tun ist, achte besser auf deinen Körper und iss mehr Obst und Gemüse, geh öfter in den Tempel. Gehe in dich, bevor du betest. Frag deine Frau um Rat. Sei beim Autofahren geduldig und überschreite nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung. Am letzten Punkt arbeite ich immer noch. Nur das Sühnopfer macht Vervollkommnung und Heiligung überhaupt möglich. Das würden wir alleine nie schaffen. Aber die Gnade Gottes ist ausreichend und hilft uns. Elder David A. Bettner hat einmal erklärt: Den meisten von uns ist klar, dass das Sühnopfer den Sünder zugutekommt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir wissen und verstehen, dass das Sühnopfer auch den Heiligen zugutekommt, den guten Menschen, die gehorsam, würdig und gewissenhaft sind und sich bemühen, besser zu werden. Zitat Ende. Ich möchte vorschlagen, dass Sie sich alle schon bald einer geistigen Übung zuwenden, vielleicht sogar schon heute beim Abendgebet. Fragen Sie den Herrn demütig: Was hält mich davon ab, Fortschritt zu machen? Oder mit anderen Worten: Was fehlt mir jetzt noch? Dann warten Sie still auf eine Antwort. Wenn Sie aufrichtig fragen, wird die Antwort bald klar sein. Diese Offenbarung ist nur für Sie bestimmt. Vielleicht sagt Ihnen der Geist, dass Sie jemandem vergeben müssen. Oder Sie empfangen die Botschaft, dass Sie bei Filmen oder Musik eine bessere Auswahl treffen müssen. Vielleicht wird Ihnen eingegeben, auf der Arbeit ehrlicher zu sein oder beim Fastopfer großzügiger. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Der Geist kann uns unsere Schwächen zeigen, aber er ist auch in der Lage, uns unsere Stärken zu zeigen. Manchmal müssen wir fragen, was wir richtig machen, damit uns der Herr aufrichten und Mut zusprechen kann. Wenn wir unseren patriarchalischen Segen lesen, werden wir daran erinnert, dass der Vater im Himmel unser göttliches Potenzial kennt. Er frohlockt jedes Mal, wenn wir einen Schritt vorwärts machen. Ihm ist die Richtung, die wir einschlagen, viel wichtiger als unsere Geschwindigkeit. Seien Sie beharrlich, Brüder und Schwestern, und lassen Sie sich nicht entmutigen. Wahre Vollkommenheit werden wir erst im Jenseits erreichen, aber hier im Erdenleben können wir die Grundlage legen. Es ist unsere Pflicht, heute besser zu sein als gestern und morgen besser als heute. Wenn geistiges Wachstum keine Priorität für uns ist und wir nicht auf dem Weg ständiger Verbesserung sind, verpassen wir wichtige Erfahrungen, die Gott für uns machen lassen möchte. Vor einigen Jahren las ich die Worte von Präsident Spencer W. Kimball, die mich sehr geprägt haben. Er sagte: Ich habe die Erfahrung gemacht, wo man von Herzen betet, nach Rechtschaffenheit hungert, seine Sünden ablegt und den Geboten Gottes gehorcht, gießt der Herr immer mehr Licht aus, bis man schließlich die Macht hat, den Schleier zum Himmel zu durchstoßen.
Einem solchen rechtschaffenen Menschen ist verheißen, er werde den Herrn eines Tages von Angesicht sehen und wissen, dass er ist. Zitat Ende. Ich bete darum, dass wir eines Tages diese höchste Erfahrung machen, weil wir es zulassen, dass der Heilige Geist uns nach Hause führt. Im Namen Jesu Christi. Amen.